1, 2, 3. Nee, ein so, fester willkommen Job. Zurück! Oh, und jetzt habe ich gerade einen Ping gerade von über 200 gehabt. Das ist natürlich aber gut. Kein... Ja, ja, gut, aber kann ja daran liegen, weil ich jetzt gerade gejoint bin erst wieder. Ja, ich warte jetzt noch mal ein bisschen, dann gucke ich, ob ich die abgeben kann oder nicht. Signalfeuer kann erleuchtet werden, um Licht im Dunkeln zu bringen. Ach, das gehört ja, gar kein. Immer kampieren muss. Dann warten wir mal. Trinken. Ja, ich weiß, dass ich überladen bin. Wo bist du jetzt gerade? Ich laufe jetzt gerade weiter hier den Weg. Achso, alles klar. Hier ist noch ein umgekippter Wagen. Echt? Hm? Hier unten. In... Oh, der ist nicht einfach nur umgekippt. Oh. Die sind blutig aus. Hm. Was ich auch komisch finde, zwischendurch die Kisten, die noch ganz aussehen, auf einmal sind sie kaputt. Ja. Ja, okay, das ist grafisch einfach noch ein bisschen. Der lädt halt zu langsam, weil der einfach zu viel lädt. Genau, was haben die gesagt? Zu viel es läuft zu viel synchron, hat einer dieser User, der weiß nicht, Anwendungsentwickler ist oder sowas. Ja, das kann man, siehst du auch, wenn es zum Beispiel ruckelt, wenn du einen neuen Chunk betrittst, weil der lädt, der hat einfach keine Priorität zum Laden. Genau. Bei Minecraft zum Beispiel, wenn du einen neuen Chunk betrittst, wird erstmal, wenn du zum Beispiel eine schlechte Engine hast, dann merkst du das, indem alles um dich herum erstmal aufplöppt. Ja, und dann. Ich glaub, du hast einen Bär gezogen. Weiter. Hinter dir ist ein Bär. Oh, super. Oh. Hallo Bärchen. Kann auch nichts mehr fallen. You still spawn protected combat disabled. Ah, jetzt habe ich die gleiche Meldung wie Phil gerade. Ja, ich auch. Echt? Ja, weil ich auf dich drauf hau. Ach so. Hä? Nee, ich hab das auf dem Tier. Ja, ja. Gehabt. Ja, ich. Vielleicht ist das auch wegen dem Bär, weil der stirbt. Ja. Ja, aber bei mir war das Tier ja nicht tot, das stand ja noch da. Der Tod ist halt bei uns auch noch nicht. Morning, you still have spawn projections. Komm, ja, genauso dieselbe. Wie ich kann jetzt auch nichts mehr fallen lassen. Ach, weil wahrscheinlich gerade gespawnt sind. Ja, ich glaube deswegen kann der macht mir auch keinen Schaden. Ne, mir auch nicht. Aber ich ihm auch nicht. Ne, weil wir gerade gespawnt sind, ja. Ja, ich kann keine Quest abgeben. Ne, du kannst auch noch nicht, weil du gerade gespawnt bist. Nee, ich bin ja schon länger drin. Ja, wir ja auch. Also ich ja auch. Und der Bio war vor mir noch drin im Spiel. Das dürfte aber nicht so. Nee, das ist ein Schutz ist das. Naja, dann lassen wir ja, den Bären. Ja, komm, dann lassen wir den Bären. Oder? Komm, wir rennen einfach mal eine Runde. Hakuna Matata oder wie so. Ja, aber sein Inventar müsste man doch leeren können. Ja, leeren kannst du dann auch, aber weiß nee, ich nicht, wie das mit nicht. Der Quest ist. Wahrscheinlich zu übergreifend. Ich kann nichts mehr fallen lassen. Der Bär ist eh schon weg. Ach, also du kannst ihn nicht mal fallen lassen. Dann hat er jetzt uns auch. Dann machen wir zerstören. Wie sieht der belebt aus? Ich hab getrunken. Ja. Ich wollte die Beute. Nicht die Tür! Die Beute, Junge! Die. Geh mal weg. Nee, den macht der aber auch nicht. Ich kann doch nichts mehr zerstören. Okay. Ja. Auch Ledertaschen oder so oder Werkzeuge, die du nicht brauchst, nimm mal mit, weil du kannst hier einen Rohstoff zerlegen. Ja, stimmt. Ja, ich weiß, das Problem ist nur, ich kann nicht. Kann gar nichts zerlegen. Okay, ich vergesst kann das mit den Taschen. Echt? Warum? Die gehen nicht. Okay. Warte mal. Aber bei Werkzeug geht das auf jeden Fall. Ja, das weiß ich. Zum Beispiel den brauche ich ja nicht. Es wird dunkel. Ja. Ich habe jetzt leider keine Fackel mit. Ey, ein Minimarkt! Das ist der Minimarket! Entschuldigung. Aber hier ist keiner. Erinnert mich irgendwie an Asterix und Obelix in Ägypten. Ja. Wo die beiden Ägypter da stehen. Ja. Wie geht's deiner Familie im Hotel? Gut, gut. Ja, gut. Und deiner und deinem Pferd? Wie geht's deinem Pferd? Gut, gut. Ah ja, Asterix und Obelix. Ja. Hey, ich habe noch keine Jobs. Ich auch nicht, ich bin arbeitslos. Ja. Arbeitslos durch Valhalla. Ah ne, wie heißt das hier? Durch Wald. Wir suchen auch gerade noch die Arbeitsagentur, aber ja, genau. Zu finden. Nee, Quatsch, heißt ja Valkyr. Valnir. Valnir, genau, durch Valnir, Entschuldigung. Heißt ja Valkyr, das war die. Valkyre. Ja, hatte auch mit Nordischen zu tun. Das war diese Valkyre, die die Krieger nach Valhalla begleitet. Genau, so war das. Ach, ist doch irgendwo war da mal was.
Hier ist ich wieder so ein mal überlegen, ob ich mich jetzt noch mal ausloggen soll oder nicht, aber das bringt, glaube ich, nichts. Wahrscheinlich lag da daran, dass wir beide gleichzeitig gejoint sind. Ich versuche mich noch mal, ich beende noch mal und dann gucken wir mal weiter. Ein Horn brauche ich jetzt nicht mitnehmen. Das mit dem Fallen lassen hattest du auch mal, ne? Ja, ja, ja. Wo ist der Bio? Ich konnte auch nichts fallen lassen, ich weiß auch nicht wieso. Wo ist der Bio denn jetzt schon wieder? Bio, wo bist du? Ich bin hier runter, dem einfach wieder den weiteren Weg. Ach so, okay. Jetzt hier an so einem Schrein. Ich bin am Brunnen. Ah, da. Wer ist das denn? Ich glaube, das ist der Kriegsgott. Geben wir dem denn? Warning, Alpha. Tasche voller Brief. Ich geb dem Tasche voller Ja, ist für Kinder nicht geeignet. Aber ja. Irgendwie ist das genau bei mir alles nur noch in der Mitte. Mein ganzer Status. Ich habe eine Fackel mitgenommen. So, jetzt schaue ich wieder rein. Mal gucken. So, ich mach Feuer. Ich hab denen eine Armbrust gespendet. Guck mal, hier ist Käse und so. Karotte, Apfel. Ich nehme alles mit. Entschuldigung. Du beklaust den Gott. Was? Und du wunderst, dass du kein Grün mehr hattest? Nee, ich habe generell bei gar kein mehr Grün. So. Aber ich habe jetzt wieder Grün. Am meisten bei dem Kriegsgott. Wahrscheinlich wegen der Armbrust. Echt? Ja. Ja, ich denke, das tendiert halt immer was. Hast du dir eine Armbrust gemacht? Ich hab was gefunden für dich. Hier. Ich habe eine Tasche voller Briefe. Ah, nee, ist Questgegenstand. Ja, aber die nicht geben, ist Questgegenstand. Hast du dir eine Armbrust gemacht? Spende mal deinen Helm. Ich habe hier noch einen anderen Helm für dich, der ist besser. Echt? Ja, dann warte. Der hat nämlich 18. Wieso habt ihr schon jeder. Hast du schon eine Armbrust? Weil sie eine gemacht hat. Ah, ja, jetzt aber erst. Aber bei allen hat sich das jetzt geändert. Ja, ja, das steigt bei allen dann. Aber warum war das denn bei mir weg? Vielleicht war das einfach auch so ein Anzeige-Bug wie mit dem. Nee, Quest kann ich immer noch nicht abgeben. Der Helm ist, glaube ich. Dann mach eine andere Quest. Das war unheimlich. Hast du dir gerade den Helm aufgesetzt? Ja. Du hattest gerade keinen Kopf mehr bei mir. Die alte sieht aber hier überall kopflos gleich sein. Aus, ne? Ja, ja. Die Olle. Ja, auch das Haus. Ja, hier hinten, das ist das gleiche Haus. Das ist und dasselbe Haus. Stimmt. Die Inneneinrichtung. Ja. Ja, die haben einfach einen guten Geschmack. Oder einen schlechten, gleichen schlechten. Ich kenne das, das nenne ich immer bei Bethesda. Mit diesem Creation Kit, was du meistens bei den Spielen dabei hast. Ja, ja. Da mache ich das auch einfach auswählen, Copy and Paste. Ja, das ist echt ein bisschen Copy and Paste, stimmt. Aber naja, gut, das war damals vieles ja gleich. Jetzt bin ich schon wieder überladen. Vielleicht kommen ja irgendwann auch nochmal neue Charaktermodelle hinzu. Ja. So wie die NPCs. Soweit ich da gelesen habe, haben sie die auch noch gekauft. Bär greift an. Okay, ich kann aber immer noch nichts fallen lassen. Das heißt, ich. Oh, okay, jetzt geht der Schaden. Also, ich bleibe jetzt im Dorf, weil ich kann nichts fallen lassen und nichts zerstören oder sonst was. Du kannst aber in die Werkbank legen. Sag mal, warum greift denn der mich an? Ja, im Dunkeln jetzt da runter zu gehen. Achso, ja, das sollst du vielleicht nicht unbedingt machen. Ich glaube, der ist tot. Ich glaube auch, ich muss mal dringend was essen. Oder mich verbinden. Aber essen sollte ich vielleicht auch mal. Warte, hier. Warte, ey, ich habe einen Apfel und Käse. Ich weiß auch nicht woher. Götter werden dich richten. Ja, ich glaube es auch. Sobald es implantiert ist. Ja, dann werde ich verflucht und so weiter. Du wirst die erste Opfergabe. Ja. Kannst ja beim Con auch machen. Kannst ja eigene Clanmitglieder opfern auf dem Altar von See. Echt? Ja, cool. Wenn du PvP hast, kannst du die ja töten. Ach ja. Oh nein, wohl. Dann kannst du denen trotzdem das Herz rausnehmen und die spawnen ja quasi wieder. Da sind sehr viele Wölfe. Wir sollten rennen. Wo müssen wir hin? Geradeaus? Ja. Hier ist auch ein Schrein. Oh Gott, sind das viele Wölfe. Deswegen sag ich ja am besten rennen, glaube ich. Ich will ja nicht sagen, aber das war kein Schrein von unseren Göttern. Ne, ich glaub's auch nicht. Nee, man konnte den nicht auswählen und da waren ganz viele Totengötter vor. Ich wollte aber jetzt auch nicht unbedingt bei den Wölfen stehen bleiben. Nö, ich bin dran vorbeigerannt, aber konnte nicht auswählen.
Laufen wir noch richtig. Map öffnet sich. Wo bin ich? Jetzt kann ich wieder nichts machen. Wir müssen irgendwo nachher mal abbiegen, ne? Ja, wir müssten da über rechts über die Berge. Wir folgen jetzt erstmal dem Weg, da kommt schon mal. Sind da auch Spielerhäuser? Ja, ne? Das hier links, ne? Was ist denn das da hinten? Ah, wir sind bei Jarls Halle. 10er Rüstung. Okay, ich habe eine bessere Rüstung. Eigentlich müssen wir. Ach, das ist ein Spieler. Ach, das ist ein Spielerhaus. Echt? Ja. Ragnars Erben. Okay. Ragnar Lodbrok. Haben alle zu viel Vikings geguckt. Wenn der jetzt kotzt, weil ich zu viel Wasser gesoffen habe, dann gibt es Ärger. Okay. Dann mal weiter. Hier sind aber ich kann wieder mit F schließen. Das ist doch schon mal ein Vorteil. Ja! Dafür kann ich andere Sachen nicht. Ich wollte gerade sagen, es ist ein bisschen. Es ist teilweise so. Ne, die Grafiken sind ein bisschen überbelichtet, wenn die noch nicht vollgeladen haben, ne? Ja. Siehst du das? Da so. Du hast einen Wolf wieder mitgebracht. Wie? Woher kam der denn jetzt? Irgendwo von da hinten. Das ist der Wolf von da hinten. Blödes Tierchen. Fleisch lassen liegen. Wieder dort essen hier. Muss man hier lang? Kann das sein? Ja, einfach mal abbiegen. Wir müssen hier irgendwo rechts. Welche Quest macht er denn jetzt? Wir müssen betreten des Svels Marktplatz. Ja, okay. Ist Postapokalypse. Ja, genau. Da ist schon wieder die alte. Ja, die steht hier ein paar Mal öfter. Gleiche Haus. Warte, lass mich mal gucken. Jupp. Ja, ist genau 1 zu 1 das Haus. Und das meine ich, was ich sagte. Das wiederholt sich zu viel. Entschuldigung. Ja, das wiederholt sich ein bisschen sehr viel Copy and Paste. Ich sehe den Wolf. Für das doch noch recht dünn besiedelt ist. Das hat sehr viel Copy and Paste. Aber gut, vielleicht ändert sich das ja noch. Hoffen wir mal. Ja gut, aber das wenn ist. Wenn du bedenkst, die Zelte waren vorher auch nur Standardtexturen bei The Forest, ne? Wenn du noch weißt. Ja. Die ersten Zelte waren Standardtexturen. Ja, ja, stimmt. Wo du mit eigentlich nichts machen konntest. Oh. Toll, haben wir uns einen Weg ausgesucht. Ja, fast. Boah, jetzt bin ich falsch gelaufen. Kommst du da rüber? Warum komme ich hier nicht? Achso, wirklich, da ist wieder so eine unsichtbare Mauer. Oh nein, ich hasse Alpha-Wände hier. Spiele mit Alpha-Wänden sind die schrecklichsten. Die sagen einfach, nee, der Weg ist blockiert, ihr könnt auch nicht klettern. Ich sehe auch nichts. Es ist so dunkel. Ja, aber da geht's doch weiter. Ja. Musst du Schießpulver dabei? Ja, das sieht so aus, als ob du das nachher freispringen könntest. Mal gucken, hier sind auch so hellere Steine dabei. Ist aber noch nicht fertig. Wir gehen einfach hier rüber. Bio. Wo wollte ich auch rein? Ja. Hier so. Müsste ja vielleicht klappen. Boah, ich bin bei Lehm hängen geblieben. Ich bin am Lehm hängen geblieben. Oh, 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 oh. Ja, ich will da nicht runterspringen, ich sehe nichts. Ja, hier geht er aber. Da geht's. Ich will nur keinen Schaden nehmen. Oh. Nur wie wir dann nachher zurückkommen werden. Wäre eine Sache, die wir uns wieder überlegen müssen. Ich hab ein bisschen Licht. Was denn? Der Weg zurück. Ja, den müssen wir uns noch was überlegen. Ja, sonst geht mir immer noch ein. Ich guck nach dem Autohändler. Ja, genau.
Und wenn du so in die Flamme guckst, dann ist aber sehr schlecht. Dann sind echt sehr am Lecken. Nicht so, aber das hatte Faust auch. Mhm, ganz am Anfang, ne? Mhm. Und die waren, weißt du noch, die Äxte, da hast du dir einfach nur mal Axt gemacht, aber die ganze Höhle beleuchtet. Ja. Am Anfang. Nachher haben sie echt gut gemacht. Ich habe irgendwas gehört, was ich nicht hören wollte, glaube ich. Bin mir da noch nicht so sicher. Ach, guck mal. Hast ja, du... steck deine Waffe okay, weg hier. Er hat schon sein Schwert gezogen. Ich habe doch gar keine Waffe. Die Fackel. Ach so. Von Fackeln fühlt er sich bedroht? Ja. Hey, coming soon. Jobboard. Der ist ein Vampir. Ach so. Oh, kann sein. Ja, der sieht... Alter, hat der einen Zinken im Gesicht. Vielleicht Nasis Bruder. Ja, wahrscheinlich. Die hier hängen Leichen. Was macht er denn, wenn ich jetzt hier sage... Oh, nimm einfach mal eine rein. Nee, was ist denn, wenn ich jetzt sage, hier so, und dann will ich hier fällen? Nee. Du bist überladen. Auf jeden Fall schon gezogen. Ich will jetzt gerade überlegen, ich teste da mal ein bisschen. Warte, ganz schnell. Hör auf da zu schlagen. Ah, alles klar, steckt er dann wieder weg und er greift nicht unbedingt an. Jetzt muss ich leider ein bisschen das Holz wegwerfen. Fallen lassen. Wunderbar. Kann ja wieder rennen. Ich wollte es hier nur mal okay, lauf schon mal vor, ich hau dem eine rein. Alles klar. Was? Oh, er rennt hier hinterher, er rennt hier hinterher. Wo muss man hin? Hoch, runter? Ach, egal. Einfach hoch. Ich habe eine Fackel. Geh weg! Der ist unfair. Ich meine, ich will eine Schlägerei anfangen hier und ja. Der kommt direkt mit Klingeln. Ja. Er geht aber wieder. Na guck mal, der ist jetzt Buggy, der hat jetzt wieder seine Waffe gezogen und geht mit gezogener Waffe zurück. Oh, wir sind falsch. Wir müssen da unten lang. Guck mal auf die Map. Oder? Wir sind viel zu weit gelaufen. Ja, wir sind tatsächlich zu weit gelaufen. Nee, stimmt nicht. Wir müssen dem Weg doch folgen. Achso, ja, wir sind an sich, glaube ich, zu weit gelaufen. Ne? Ja. Aua, aua, Bauch. Was hast du? Hunger oder was? Nee, keine Ahnung. Magenschmerzen gerade so ein bisschen. Habe ich auch. Ach, da ist schon wieder ein Wolf. Wenn ich am Montag an die Arbeit denke, da kriege ich auch Magenschmerzen. Muss ich denn hin? Woanders? Was machst du denn gerade? Ich will hier letzte bekannte Aufenthaltsort von. Machst du Postapokalypse? Ja. Viel Spaß, du musst einen Bären töten. Och nö. Was ist denn der Bär? Ja, du, der sagt dir der nachher. Du musst irgendwo da in der Nähe sein. Und dann pinkt der auf einmal so bla, ne? Dass du den halt scheinbar gefunden hast und Ich bin hier an so einem komischen Lager. Eigentlich der Punkt. Ich wollte einfach da reinkommen gehen. Oh, Alter, lag das. So. Ja, aber kann auch sein, dass das bei mir wieder buggy ist. Ne, der Bio hatte irgendwo durch Zufall genau die Stelle gefunden, die man antriggern muss, also wo man ja, stehen muss. Ja, auf der Karte wird das angezeigt, da ist so ein Kreis gewesen. Ja, ja. Das ist genau auf den Kreis dazugelaufen. Ja, und dann stand da Postbier töten. Und genau. Ich habe in dem Moment halt einen Bären gesehen, der am Straßenrand lief. Und, ja. Ich sehe nicht mal einen Bären. Alter, der jetzt sehe ich einen Bären, aber... Ja, bitte weiß ich nicht. Das eine Huhn ist voll auf LSD. Gewesen, ist voll losgejumpt. Also voll geil, ich bin nämlich schon über. Ich bin am Kreis. Am Kreis oder im Kreis? Ja, im Kreis. Das sieht ja auch cool aus. Das sieht echt cool aus. Riesiges über so ein. Oh, aha, oh. Entschuldigung, ich stecke weg. Aber mir läuft kein Bär. Ja, dann war das der Werwolf vielleicht. Oh, Quatsch. Oh, so war einiges verschüttet, ne? Haben wir Spieler versucht zu bauen? Nee, ja, das ist von dem Spieler, glaube ich. Ja. Cookies.
Ich suche hier die ganze Zeit einen Bär, ich sehe aber keinen Bär. Hallo, Frau. Ja, aber den kannst du wahrscheinlich erst killen, wenn du. Hier die Tür. Ach, da. Wenn du das gesagt bekommst. Ja, ich krieg aber gar nichts gesagt. Das Getreide oder was, ne? Ich glaub, ach, das ist ein Stall, ist das? Stall. Ja, weil hier ist ja Futter. Bin mal kurz, AFK? Alte! Die drückt mich einfach durch! Die Alte drückt mich einfach wieder rein! Vorsicht, die ist, die hat, Gelüste. Okay. Die hat Gelüste. Nicht Brüste, sondern Gelüste. Ja, habe ich schon gesagt. Ich habe doch gar nichts gesagt. Was ist das denn hier? Ach, guck mal! Ein Schwert im Stein. Das ist eine Sonnenuhr. Guck mal, wenn du hier oben drauf stehst, in dem Stein sind noch so Gravuren. Ah ja, stimmt. Komm da nicht drauf. Ich glaube, das ist eine Sonnenuhr. Und mit dem Schwert? Ja, warum nicht? Ich nehme mal mein Schild mal wieder in die Hand. War halt Erfinder und Krieger. Ja, wahrscheinlich. Ach, oh, guck mal, hier Karl ist auch eine. Sieg dann. Eine Quest. Was hat er denn? Spellquest. Spellquest. Wir kommen später wieder. Weitere Quests folgen bald. Aha. Du findest Karl Siegdan, der dir sagt, dass er momentan leider nichts für dich zu tun hat. Akzeptieren. Ich Quest hat begonnen. Moment, ja. Habe ich nichts für dich zu tun. Bitte komm später wieder. Okay. So. Hier ist noch eine Quest. Vielleicht ist die auch so. Ja, wahrscheinlich haben die noch nichts hier gemacht. Der Fleischer von Svel. Der Fleischer. Svels Fleischer. Am Witt braucht Fleisch für Karl Siegdans Fest. Dummerweise ist Armwitz neu vom was Freundin Vegetarier und weiß nicht, dass er Metzger ist. Ja, ich bin sicher, die Götter spielen mit mir. Ich habe dieses Mädchen getroffen, die schönste Kreatur. Toll. Auf Erden. Wild im Stroh. Wenn du weißt, was ich meine. Siehste? Habe ich gerade noch gesagt, ne? Vorsicht, die haben Gelüste. Und sie liebt mich. Die wollte dich auf Stroh schieben. Ja, wahrscheinlich. Aber bei Kiskas Brüsten will sie kein Fleisch essen. Sie hat keine Ahnung, dass ich Metzger bin. Wenn du die Viecher schlachtest, die ich für das Fest brauche, teile ich Siegdans Bezahlung mit dir. Hoffe mal lieber, dass Siegdans Linsen und Tofu mag. Ich werde mein Messer schärfen. So. Was hast du genommen? Ja, auch das oberste. Muss jetzt auch Fleisch besorgen. Hier ist der übrigens der Verwalter von Zwell. An den müssen wir doch, oder? Sprich mit dem. Oder? Postapokalypse? Stuart. Stuart. Ist das der Verwalter? Das ist, glaube ich, der Verwalter, ja. Ja, genau, hier. Wo bist du? Hier ist er. Hier steht er bei mir. Conjung bis Postapokalypse. Ah, eine Lieferung. Wir haben schon befürchtet, etwas schrecklich hättest Grinthing eingesucht. Es sind besorgniserregende Zeiten. Aber dennoch, du bist hier und wir sind dir dankbar. Vielen Dank, Reisender. Achso. Ich hätte niemals gedacht, dass ich es riskierte, verstümmelt oder getötet zu werden. Nur um einige pubertäre Liebesbriefe zu überbringen. Was auch immer ihr eurem Brot zahlt, es ist zu wenig. Was hast du genommen? Eins oder zwei? Ich habe eins genommen. Echt? Ja, bei zwei bricht er die Quest ab. Was denn? Ach, bricht er nicht ab? Ja, also der bricht ihn nicht ab, aber der. Musst du den halt nochmal ansprechen. Achso, alles klar. Manche Dinge finde ich ja wenigstens noch lustig. Achso, ich muss mal eben was essen. Ich muss mal eben das hier benutzen und hier kann ich auch. Ich gehe mal zurück zum Lager. Sieht aber aus. Als wäre die Stadt hier alt, sehr alt. Ja, also weil hier sind einige Ruinen, ne? Ja. Weil die Architektur sieht auch anders aus. Ich schaffe also vielleicht. So normale Häuser wieder. Ja, ja. Und dann hast du so diese alten. Ach, guck mal hier, so Drachen. Wir haben hier Drachen-Symbole auf diesen Flaggen. Oder? So ein Drache als im Ring, oder? Ja, ja, das ist die. Oh, ich habe vergessen, die Weltenschlange, wie heißt, wenn das ist, man sagt, die, wenn die ihren Schwanz loslässt, dann beginnt Ragnarok. Was beginnt dann? Ragnarok.
Achso. Der Weltuntergang. Genau. Den habe ich jeden Tag hier. Nur mit Faye. Dann beginnt Faye. Da ist Ragnarok noch ein Witz gegen. Ach guck mal, hier ist ein Schmied. Ja, aber ich glaube, der bringt auch nicht viel. Nee, aber ich glaube, du wirst, also wenn ich ja die Webseitenbeschreibung richtig verstehe. Toll, fliegen, hier ist das scheiße aus, ich hab's gefunden. Wie schön ja, die auch an dem Shithouse da direkt die Fliegen da so positioniert haben mit dem Sound, ne? Also hier. Was ist das denn? Hier steht eine Waffe drin, in so einem. Ja. Da würde ich ja gerne rein. Ja. Das ist ja echt. Eigentlich, sowas musst du doch eigentlich besuchen können. Meiner Meinung nach. Ja, eigentlich schon. Wer weiß, vielleicht ist das ja auch so ein wirkliches Jahlhaus. So. Ja, dann muss man das ja eigentlich besuchen können. Oh, ich hab dich schon. Der nächste Chunk hat geladen. Ich sehe gar nichts. Ich sehe nur, oh, was ist das denn riesiges? Ja, eine Riesenstatue. Ah, ich. Eine Festung. Ja. Ich glaube, ich habe das Jahlhaus gefunden. Nein, du hast einen Dungeon gefunden. Oh mein Gott, okay. Sind das Spieler hier oder sind das Wachen? Das sind Spieler. Glaube ich. Die haben Rucksäcke. Na, stimmt. Das sind Spieler. Das sind doch definitiv Spieler. Ja, ich loote. Okay. Ich habe Eisen. Okay, rein da. Ich kann aber. Silbererz meine ich, nicht Eisen. Silber. Geh mal nach vor, ey. Ihr feigen Stücke. Warum will ich denn jetzt? Die rennen zurück von hinten, die sind dumm. Alter, die sind ein wenig overpowered. Ich glaube, die überleben das nicht. Sag ich jetzt einfach mal frei. Ich muss mich dringend mal verbinden. Achso, da bist du. Entschuldigung. Nee, ich bin raus. Hier, bei dem. Ich bin da gerade mit dem Schwert am Zuschlagen. Ist da noch einer drin? Ja, sein Kollege wird da gerade zerfleischt. Ah, okay. Nie unser Problem. Ich nehme das Silber noch mit und Verbandsdings und ein bisschen Stoff und das nehme ich auch noch mit. Bist du auch da drin? Ne. Nee, ich stehe hier oben noch bei dir. Alles klar. Mal eben was trinken. Oh, der hat aber. Die haben aber gut. Ich brauche noch einen Apfel. Ich habe einen Lederrucksack. Von wem habe ich einen Lederrucksack? Ich bin gerade nochmal um die Ecke gekommen. Alles klar, ich habe wieder einen Mensch gefunden. Ciao. Lass mich durch. Bio, ich komme nicht durch. Du versperrst. Ich überleben werde. Bio, bist du denn mit dem Pfeilen? Nee. Achso, dann komm zurück. Ich bin da wieder raus. Bio, ich bin noch raus! Ich bin tot. Nein, warum? Ja, weil ich tot bin. Ich hab dir gesagt, ich werde da gerade. Die ganzen Viecher, die da ankamen. Irgendjemand hat die gelockt. Keine Ahnung. Und dann bin ich gestorben. Oh! Oh! Alter! Ja, die ziehen die ganze Zeit mit den Pfeilen, die. Wenn einer kommt, kommen alle anderen auch. Ja. Oh, die kommen ja komplett aus dem Dungeon raus, Naja, wenigstens muss ich nicht mehr zurücklaufen. Na toll, danke! Immer positiv sehen. Alter! Ja, das Negative ist halt, dass ich jetzt komplett alles wieder machen kann. Ja, ich komme da auch jetzt gerade nicht rein. Ich will deine Sachen ja holen. Vergiss es, dann stirbst du. Naja, ich gehe mal ein Stück wieder weg. Dann, dann hast du dir so ein bisschen. Ah, Alter, die Steine, die nerven aber hier. Ey. So, Silberjahrs habe ich mir mitgenommen, den Rest können die nehmen. Wo bist du denn gestorben?
Wenn du da reingehst, direkt rechts in so einen Tunnel. Da wo es so hell war? Ja, genau. Da sind aber noch so viele, ey. Alter! Alles klar, bin weg. Oh, ja, die kommen ja immer wieder. Ja, aber die holen ja deinen Loot gerade weg. Das wollte ich jetzt nicht. Ja. Echt. Das ist kacke. Leute, ihr solltet aber rennen, ne? Die bleiben da einfach stehen. Ja, die sind nicht ganz normal, weil der eine Typ, der kann die einfach alle töten, ohne irgendwie Schaden zu nehmen. Ne, der eine ist auch rausgelaufen. Ich glaube, der eine ist tot. Ja? Ich glaube schon, weil der ist nicht mehr rausgekommen. Hä? Erst verliert er den Fokus, der Droga. Wie heißen die mal? Ich habe den Namen vergessen. Glaube. Ja, auch der. Rest kannst du haben. Ich hole mir direkt kontinuierlich nur das Silbererz da raus, wa? Ah, da kommen schon wieder zwei von den Viechern. Ne, der andere ist weg. Ich sehe den nicht mehr. Da ist nur noch einer über. Es ist nur noch ein einziger über. Na ja, gut, dann hat er vielleicht auch Blut verloren. Ich höre gerade Geflüster. Ich glaube, ich hoffe, ich sehe dein Loot. Ah, shit, ja, ich sehe dein Loot. Oh, verdammt. Nein, nein, geh da wieder ab, ich kann nicht rennen. Ich habe jetzt gerade alles voller Loot. Nein, ich blute. Hau doch zu, Mann, Junge. Alter! Alles klar. Ciao. Doch tot. Ja. Weil ich dein Loot aufgehoben habe, kam ich nicht mehr weg.